Einen schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung und das herzliche Willkommen hier. Es soll heute ums Grundeinkommen gehen, da wir uns ja noch ein bisschen am Beginn eines sehr ereignisreichen Jahres befinden, möchte ich noch was zur aktuellen Situation sagen, weil ich glaube, es tut auch der Debatte ums Grundeinkommen gut, wenn man es in die aktuelle Auseinandersetzung immer wieder einbettet, weil es ist keine Debatte, die irgendwie im luftleeren Raum, wenn wir mal Lust haben, über Utopien zu reden, sondern diese Debatte sollte immer verknüpft sein mit den Alltagskämpfen, die es gibt. Also das Jahr 2018 wird ein jubiläumsreiches Jahr und das geht von 200 Jahre Karl Marx bis zum 50. Jahrestag der Kulturrevolution 1968 und ich habe bei einer Auftaktveranstaltung mal gesagt, naja, Aufgabe heute auch von fortschrittlichen Kräften ist es halt, sich in der Tradition von beiden Strängen zu sehen und sie aber auf der Höhe der Zeit wiederzubringen. Und insofern werden wir vielleicht auch, wenn wir über das Grundeinkommen reden, ein bisschen darüber reden, wie man Karl Marx heute auf der Höhe der Zeit interpretieren kann, aber dazu vielleicht noch später. Ich weiß, heute vor allem um Kommunales, aber ich möchte doch, dass es ja auch ins Jahr 2018 geht, aus aktuellem Anlass ein Thema ansprechen, weil leider wird auch in diesem Jahr das Engagement für eine friedliche Welt nichts an Brisanz verloren haben. Und das Jahr hat dementsprechend erschreckend angefangen. Der türkische Präsident Erdogan hat einen Angriffskrieg in Syrien gegenüber der kurdischen Enklave Afrin gestartet. Er spricht von ethnischen Säuberungen, die anstehen. Sein erklärtes Ziel ist es, die YPG-Einheiten entsprechend zu beseitigen. Und dazu muss man wissen, das waren die Einheiten, die wirklich das Bollwerk gegen den islamistischen Terror gegenüber dem IS waren. Und in solchen Zeiten, und das Erschreckende daran ist, dass bei diesem Einsatz Leopard-Panzer, Med und Schirmen zum Einsatz kommen. Und es ist erschreckend und es ist eine Schande, wie still die Bundesregierung ist in dieser Frage. Dass man fast den Eindruck hat, sie haben das sogar abgesprochen mit Erdogan. Und es gibt die Aussage vom türkischen Generalstab, dass dieser Einsatz, dieses Niedermetzeln von Menschen koordiniert wird mit AVEX-Aufklärungsflügen. Das heißt also, die NATO und damit auch deutsche Bundeswehrsoldaten sind mit im Boot. Das ist erschreckend und für uns als Linke ist klar, wir werden hier nicht mitmachen beim Schweigen. Wir sind ganz klar solidarisch mit denjenigen, die da angegriffen sind. Wir stehen an der Seite der Kurdinnen und Kurden und wir sagen, der Kampf, der Einsatz um Frieden ist unglaublich wichtig. Und das, was dort passiert, bestärkt es in einer Sache nochmal ganz deutlich. Es braucht einen Stopp von Rüstungsexporten, weil mit dem Tod darf man einfach keine Geschäfte machen. Und brennend und das Schweigen andersorts ist so laut, dass ich, auch wenn es heute um ein ganz anderes Thema gehen soll, dazu nicht schweigen konnte. Am letzten Wochenende hat nicht nur ich meinen Geburtstag gefeiert, sondern die SPD hat es sehr spannend gemacht. Wer den Parteitag verfolgt hat, hat gemerkt, da ist was passiert. Am Ende gab es dann 56% erstmal für Eintritt in Koalitionsverhandlungen. Ich würde ja schon sagen, dass das wirklich eine Watsche für das Angela Merkel-Unterstützerlager in der SPD war. Also wer schon mal einen Parteitag mitgemacht hat, weiß, dass die Parteispitze dort die Choreografie in der Hand hat, am Ende nochmal der Vorsitzende reden kann. Und wenn man dann nur 56% bekommt, ist das ein Zeichen für den Unmut. Und ich verstehe diesen Unmut. Muss man nur die Sondierungssachen anschauen und in einen Bereich reingehen. Also wenn ich mir nur den sozialpolitischen Bereich anschaue. Alle größeren Reformvorhaben wurden runtergehandelt in ein sozialpolitisches Klein-Klein. Von der Bürgerversicherung ist nicht mehr die Rede, es geht nur noch um die paritätische Finanzierung. Das ist gut, dafür haben wir lange gestritten als Linke, aber das ist natürlich nicht das große Reformprojekt. Und auffällig ist natürlich im Bereich Hartz IV. Keinerlei Ansagen in dem bisherigen Sondierungspapier, dass sich irgendwas verbessern soll für Hartz IV-Betroffene, was die Höhe des Regelsatzes anbelangt. Und was die Schärfe von Sanktionen anbelangt. Und da ich seit 12 Jahren im Bundestag ganz eng mit diesem Thema zu tun habe, will ich nur mal sagen, je länger ich
höre, was Menschen damit aushalten müssen, umso mehr fühle ich mich darin bestätigt, dass man dort nicht nur im Kleinen was verbessern muss, sondern es braucht dazu eine grundlegende Alternative. Und deswegen möchte ich so gerne auch mit Ihnen heute über das Grundeinkommen reden und diskutieren. Doch zuallererst nochmal den Realitätsgegencheck. Hartz IV treibt in der Praxis wahnsinnshelle Blüten. Vor 2 Wochen hat die Geschichte eines todkranken 8-jährigen Jungen, Milo heißt er, das Land bewegt. Der Junge lebt mit seiner Mutter, sie sind beide auf Hartz IV angewiesen und spezielle Behandlungen, die womöglich zur Heilung führen würden, sind nicht vorgesehen in der Standardfinanzierung. Und da seine Mutter auf Hartz IV angewiesen ist, kann sie das auch nicht vom Munde sich absparen und deswegen gab es eine Spendenkampagne. Viele haben gespendet. Dann ist aber rausgekommen, dass wer auf Hartz IV angewiesen ist, gar nicht einfach so viele Spenden entgegennehmen darf. Und als diese Meldung rumkam, dass nur 3.000 Euro, das klingt erstmal viel, wenn man eine todkranke, also eine gefährliche Krankheit behandeln will, weiß man, dass 3.000 Euro nicht viel sind, habe ich bei der Bundesregierung nachgefragt, wie sie das denn bewertet, ob das denn in ihrem Sinne ist. Die Antwort war sehr lang und ausführlich, aber am Ende kam raus, dass sich das verklausuliert so dem Geist des Gesetzes entspricht. Das ist die Praxis mit Hartz IV. Dagegen muss man etwas tun, dagegen kämpfe nicht nur ich, sondern viele andere auch im Bundestag. Und natürlich fragt man sich, können wir es uns überhaupt leisten, jetzt uns mit Utopien wie einem bedingungslosen Grundeinkommen beschäftigen, wenn die Praxis für viele Menschen oder der Alltag für viele Menschen Hartz IV bedeutet, zum Beispiel für den todkranken Milo. Und ich sage genau deswegen. Weil wenn wir nur in Alltagsabwehrkämpfen sind, man wird irgendwann eine Schucke und verrennt sich im Hamsterrad. Wir müssen ja auch wissen, warum man das fühlt, um Lust zu machen, auch um Menschen rauszubekommen aus dem Gefühl der Frustration und Ohnmacht. Es wird ja eh nur schlechter oder wir können nur verhindern, dass es nicht noch schlechter wird. Und ich finde, auch gerade mit Blick auf die Situation in Kommunen, wie kann man Menschen ermuntern zum kommunalen Engagement und so weiter, tut es Not, über einen kompletten Kurswechsel innerhalb der Sozialpolitik nachzudenken. Und ich bringe in diese Debatte darum die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ein. Das mache ich nicht alleine, sondern zusammen mit der BAG Grundeinkommen und vielen anderen. Ich nehme mal an, viele von Ihnen haben schon von der Idee des Grundeinkommens gehört. Ich sehe Nicken. Ich habe mal mit jemandem eine Stunde diskutiert und unsere Argumente sind nicht zusammengekommen. Und am Ende des Gesprächs ist mir klar geworden, immer wenn ich von Grundeinkommen gesprochen habe, hat der Mindestlohn verstanden. Um solche Missverständnisse zu vermeiden, sage ich nochmal, ab wann wir von einem Grundeinkommen reden. Und das habe nicht ich mir alleine ausgedacht, sondern es gibt ein parteiübergreifendes Netzwerk Grundeinkommen und das hat sich auf folgende Kriterien verständigt. Wir reden dann von einem bedingungslosen Grundeinkommen, wenn alle Menschen, die dauerhaft in einem Land leben, wir reden jetzt mal von Erwachsenen, über Kinder können wir später noch reden, also alle Erwachsenen, monatlich eine Summe bekommen, die erstens ein Mindestmaß an Teilhabe gewährleistet und vor ein Leben in Armut schützt. Das ist das erste Kriterium. Jetzt gibt es Diskussionen und unterschiedliche Berechnungsmethoden, wo dann diese Grenze ist. Die Modelle gehen so von 800 bis 1.100 Euro. Wir haben als Linke immer gesagt, 1.050, das ist die Armutsgrenze. Die BAG hat es noch ein bisschen detaillierter berechnet. Das zweite Kriterium ist, das bekommt man als Individuum, ohne dass geschaut wird, mit wie vielen Erwachsenen lebst du zusammen, bist du verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden, sondern das kriegt jeder Erwachsene. Das dritte Kriterium ist, es gibt keine Pflicht zur Gegenleistung. Also man muss nicht eine ganz konkrete Arbeit annehmen oder ein ganz bestimmtes Ehrenamt machen. Und das vierte Kriterium heißt, es gibt keine Bedürftigkeitsprüfung im Vornherein. Und gerade die letzten beiden Kriterien klingen ja erstmal ungeheuerlich. Als ich vor 15 Jahren diese Idee zum ersten Mal medienöffentlich kundgetan habe, war so das Freundlichste, was ich von Journalisten zu hören bekam, naja, die ist noch jung, die wird irgendwann älter und weiser werden. Älter bin ich definitiv geworden, ich glaube auch etwas weiser und vernünftiger, aber vom Grundeinkommen bin ich nach wie vor schwer beeindruckt und inzwischen musste ich auch erleben, dass viele der Journalisten, die mich damals am liebsten eingewiesen hätten, voll Interesse nachfragen, spätestens nachdem es in der Schweiz eine Volksabstimmung dazu gab und Informationen haben wollten. Aber die beiden letzten Kriterien, es gibt keine Bedürftigkeitsprüfung, da taucht die erste Frage auf. Das heißt, auch Millionäre bekommen das Grundeinkommen. Seit wann ist es Aufgabe der Linken, Millionären mehr Geld zu geben? Also natürlich ist es nicht unsere Aufgabe. Und ich glaube, jetzt
Kommunen wie Spremberg wird die Zahl der Millionäre, die ihr Leben sich auch in Grenzen halten. Aber ich würde trotzdem noch mal sagen, das können wir vielleicht später auch noch mal beim Finanzierungsmodell ausführen. Die Idee ist, dass erst einmal jeder Staatsbürger und jede Staatsbürgerin das Geld am Monatsanfang bekommen. Aber das Ganze soll nach unseren Vorstellungen finanziert werden über eine deutlich stärkere Besteuerung von Einkommen, sodass das reichste Drittel der Bevölkerung unterm Strich deutlich mehr drauf zahlt. Warum wollen wir, dass sie trotzdem erstmal am Monatsanfang das jeder bekommt? Das Problem ist, Bedürftigkeitsprüfung funktionieren nicht so, dass diejenigen, die besonders bedürftig sind, auch am besten erkannt werden und sofort das Geld bekommen. Oft ist das Gegenteil der Fall, dass diejenigen, die besonders bedürftig sind, nicht in der Lage sind, gegenüber einem Amt zum Beispiel das entsprechend durchzusetzen. Ja? Also es gibt ja in diesem Land Gesetze, die verhindern, dass Leute wohnungslos werden, weil man über Darlehen im Fall von drohender Wohnungslosigkeit die Miete übernehmen kann als ein Darlehen von Staatsseiten. Ich habe Fälle gehabt, wo dann, man hätte Menschen retten können, aber just in dieser Situation die Leute nicht in der Lage waren, entsprechend die Anträge zu stellen. Währenddessen es im Gegenzug sehr Reiche gibt, die sich arm rechnen lassen und das dann am Ende bekommen. Also deswegen sage ich, das ist ein Punkt. Erstmal soll das jeder bekommen. Und der zweite Punkt ist, wenn das Grundeinkommen alle bekommen, ist niemand mehr stigmatisierbar. Ich weiß nicht, was Sie für Erfahrungen in Spremberg hier in den Kommunen mit Menschen gemacht haben, die auf Hartz IV angewiesen sind. Wir wissen aus Befragungen in verschiedenen Kommunen, dass Menschen, selbst wenn sie Anspruch hätten auf Leistungen, Bildungs- und Teilhabepaket für die Kinder, Angst haben, dass man im Sportverein erfährt, dass man selber auf Hartz IV angewiesen ist. Manche haben beschrieben, das ist wie so ein Keinsmal auf der Stirn, man fühlt sich als Harzi beschimpft. Das will man eigentlich nicht, dass das erfahren wird. Und wenn es eine Leistung ist, die jeder bekommt, kann man ihn nicht stigmatisieren. Da kann man sagen, ey, du Grundeinkommensempfänger, weil jeder bezieht ein Grundeinkommen. Also das Nicht-Stigmatisierende ist der Punkt und keine Sorge, die Millionäre bekommen, zumindest bei mir, nicht mehr. Ich sorge dafür, dass die kräftig zur Kasse gebeten werden, wenn wir da mal was zu sagen haben. Wer kümmert sich dann um unsere kommunalen Stadtparkanlagen oder wer macht die Klos sauber? Ich habe mehrere Jahre meines Lebens in WGs gelebt. Ich weiß, wie wichtig es ist, dass die Toiletten sauber gemacht werden und dass das manchmal Verhandlungsprozesse erfordert. Aber meine Gegenfrage ist, wenn immer gesagt wird, naja, aber bleiben die Leute dann alle in der Hängematte, was würden Sie denn machen, wenn Sie wüssten, Sie bekommen sicher 1000 Euro im Monat? Würden Sie den ganzen Tag mit der Bierflasche in der Hängematte bleiben? Und wenn ja, wie viele Tage ist das schön, in der Hängematte zu bleiben? Und viele sagen dann, nö, also ich nicht, ich würde ein bisschen weniger arbeiten. Es gibt jetzt auch die ersten Fragen dazu. Ich würde meine Arbeitszeit vielleicht etwas reduzieren, aber dafür könnte ich mich dann mehr ehrenamtlich engagieren oder hätte mehr Zeit für die Kinder. Aber mein Nachbar würde bestimmt faul sein. Also es sind immer die anderen und die Nachbarn sind offensichtlich das Problem. Ja. Meine Antwort auf diese Frage ist, natürlich wird es Tätigkeiten geben, die erledigt werden müssen. Aber wie wird denn heute in der Gesellschaft geklärt, dass wichtige Tätigkeiten passieren? Ist ja nicht so, dass man zu den reichen Erben von Millionenerbschaften geht und sagt, hier, leider brauchen wir jetzt Menschen, die die Toiletten sauber machen, jetzt seid ihr mal dran. Sondern wenn es eine Pflicht zur Arbeit gibt, dann nur für diejenigen, die wenig haben. Das, finde ich, ist die falsche Art. Also wenn, dann muss man es gerecht zwischen allen Einkommensgruppen aufteilen, die arbeiten, die niemand machen will. Oder man muss sich Gedanken machen, wie Tätigkeiten besser und attraktiver werden. Zum Beispiel höhere Stundenlöhne wäre eine Maßnahme. Zweite Maßnahme wäre kürzere Arbeitszeiten, weil so manche Tätigkeit auch in einer Kommune, die vielleicht, wenn man sie 8 Stunden plus Überstunden am Tag macht, anstrengend ist, ist sehr inspirierend und gut und sinnstiftend, wenn man sie 4 Stunden am Tag macht oder 6 Stunden. Oder die Arbeitsbedingungen verbessern. Klassischer Bereich, wo man allein durch die Verbesserung der Arbeitsbedingungen viel erreichen könnte, ist der Pflegebereich. Also wir kriegen immer wieder Berichte von Menschen, die aus Leidenschaft diese Arbeit angefangen haben, aber ein Problem damit haben, dass sie im Minutentakt mit Menschen arbeiten müssen und deswegen den Beruf verlassen haben. Wenn man da was ändern würde, wird es wahrscheinlich auch wieder attraktiver werden, diese Arbeit. Und dann ist natürlich eine weitere Frage, das ist ja nicht finanzierbar. Und ich sage auch ja, auf kommunaler Ebene ist das nicht finanzierbar, also keine Angst.
Krankenkasse denkt, komm mal, das soll jetzt nicht mit dem Sprengwerk finanziert werden. Es ist auch nicht einfach finanzierbar, indem wir sagen, okay, dann verzichten wir auf irgendeinen Eurofighter. Also auf die sollten wir verzichten, aber das Geld steckt man lieber in die Bildung. Wenn man ein gutes Grundeinkommen möchte, dann erfordert das eine entsprechende Umverteilungsmenge. Das sage ich hier ganz klar. Wir haben, ich mache mal einen kleinen Werbeblock, du wirst das bestimmt noch ausführen, die Bundesarbeitsgemeinschaft hat ein Finanzierungsmodell durchgerechnet. Das läuft am Ende darauf hinaus, dass das reichste Drittel der Bevölkerung deutlich draufzahlt und die zentrale Finanzierungssäule ist eine 33,5%ige Grundeinkommensabgabe auf alle Nettoeinkommen. Mit der Verteilungswirkung, dass zumindest das unterste Drittel oder die unteren zwei Drittel stabil gestellt sind oder besser gestellt sind, während es das reichste Drittel draufzahlt. Aber das ist schon eine entsprechende Menge, die umverteilt werden muss. Und deswegen sage ich, bevor wir ins Detail über die Finanzierung reden, reden wir nochmal über die Chancen, auch aus Sicht von regionaler Wirtschaft und aus der Sicht von Kommunen. Also zunächst muss man sich vorstellen, ich lade jetzt mit so einer kleinen fiktiven Reise ein, das fällt nicht leicht angesichts des real existierenden Elends, aber die Veranstaltung soll ja auch ein bisschen der Fantasie Futter geben. Stellen Sie sich vor, jeder Mensch, der hier lebt, in Spremberg, jeder Erwachsene hätte mindestens 1.000 Euro erstmal sicher im Monat und würde dann für jede Erwerbsarbeitsstunde, die er hat, den entsprechenden Stundenlohn obendrauf bekommen. Das hätte natürlich zur Folge, dass gerade Haushalte, die bisher ganz wenig haben oder nur ein mittleres Einkommen haben, auf einmal mehr Geld zur Verfügung haben. Und wir wissen, eine höhere Kaufkraft kann gerade regionale Wirtschaft enorm ankurbeln. Und entscheidend bei der Steigerung der Kaufkraft ist auch, welche Einkommensschichten das bekommen. Also ich sage immer, wenn so Bundestagsabgeordnete eine höhere Diät bekommen, die haben nicht mehr so einen hohen Konsumnachholbedarf. Ja? Das wird eher angelegt irgendwie und gespart. Also das ist jetzt nicht meine Erfindung oder das ist jetzt nicht so, dass ich meine Kollegen da beobachtet habe. Es gibt Studien von Banken zum Sparverhalten und die wollten genau wissen, wie sich die unterschiedlichen Einkommensgruppen verhalten. Und die Feststellung ist halt, wenn Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen mehr Geld haben, die geben das zuallererst aus und zwar vor Ort. Das heißt also gerade kleine und mittelständige Unternehmen sind wirklich darauf angewiesen, dass vor Ort die Kaufkraft steigt. Und das heißt, man geht dann endlich mal wieder in die Eckkneipe, trifft sich auf einen Kaffee. Beim Blumenladen kauft man nicht nur eine einzelne Blume, sondern mal einen Blumenstrauß und so weiter. Und das kurbelt natürlich auch an und auch die Regionalwirtschaft wird damit angekurbelt. Ein weiteres wichtiges Argument ist natürlich, dass kein Modell so sicher die Armut beseitigen würde. Und in einem Land, wo es keine Armut mehr gäbe, hätte es die Existenzangst schwerer. Und ich erlebe, was Existenzangst mit den Seelen und Köpfen der Menschen anstellt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Armut eine Entschuldigung dafür ist, zum Rassisten zu werden oder zum Terroristen zu werden oder sich einfach nur schrecklich zu verhalten. Aber wir wissen schon, dass Existenzängste natürlich ein wunderbarer Nährboden sind, auf dem menschenfeindliche Propaganda gut gedeihen kann. Und es gibt entsprechende Gruppen, die das nutzen. Wir erleben auch, dass Existenzangst natürlich die demokratische Seele aufessen wird, aufisst. Und insofern ist das ein Vorteil. Ein dritter Punkt ist, ein Grundeinkommen ist ein hervorragender Katalysator für Arbeitszeitverkürzung. Das ist in zweierlei Hinsicht wichtig. Zum einen angesichts des technischen Fortschritts. Also es gibt unterschiedliche Einschätzungen, ob die Digitalisierung nur 12% der Arbeitsplätze, übrigens eine gute Idee mit dem Wasser, ob die Digitalisierung nur 12% oder 40% der Arbeitsplätze erstmal abschaffen wird. Aber was auch wirklich schlimm ist, ist die Tatsache, dass Maschinen und Technik den Menschen Arbeit abnimmt, heutzutage von ganz vielen als eine enorme Bedrohung angesehen wird. Und zu Recht, weil unter den gegebenen Verhältnissen bedeutet das vor allen Dingen eins, den Verlust ihres Arbeitsplatzes und womöglich sehr schnell den Fall in Hartz IV. In einer Gesellschaft, wo erstmal alle eine Basis hätten, auf die sie fallen können und wo man dann auch sagen kann, na, wenn ich schon mal 1.000 Euro sicher habe, dann kann ich ja auch leichter mal auf 30 Stunden die Woche gehen. Vielleicht sogar auf 20 Stunden die Woche. Besteht auch eine bessere Chance, die vorhandene Erwerbsarbeit gerechter zu verteilen. Und das ist jetzt nicht so, dass ich den Leuten vorschreiben will, dass sie weniger arbeiten sollen. Es gibt Befragungen, wie lange Menschen arbeiten wollen, ja, an Männer und Frauen.
Und immer mehr gerade Väter kleiner Kinder sagen, sie hätten lieber kürzere Arbeitszeiten, um mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Also die Herzenswünsche der Menschen sind schon viel mehr bei einer emanzipatorischen Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen, auch bei der Kindererziehung, als es die Erwerbsarbeitswelt zulässt. Ja? Und deswegen sage ich, das Grundeinkommen ist ein Katalysator für Arbeitszeitverkürzung und eine gerechtere Verteilung. Gerade in Regionen, die jetzt nicht so strukturstark sind, wo ein Strukturwandel ansteht, gibt es ein paar in Brandenburg, ja? Kommunen, wo das ansteht. Ja, ja, ich weiß schon, wo ich hingekommen bin. Da ist natürlich auch die Frage, wie kann man das, was an Erwerbsarbeit vorhanden ist, entsprechend gerechter verteilen über Arbeitszeit. Und da kann das Grundeinkommen ein Konjunkturmotor sein und zugleich ein Katalysator für Arbeitszeitverkürzung und mithelfen, dass der technische Fortschritt eben nicht eine existenzielle Bedrohung wird, sondern dass er wirklich allen zugutekommt. Das Ungerechte am kapitalistischen System ist doch, dass irgendwie der Fortschritt nur einigen wenigen in Form von Profiten zugutekommt. Mein Ansatz wäre, lasst uns dafür streiten, dass er möglichst allen in Form von Zeitwohlstand zugutekommt. Eine vierte Chance oder ein Argument dafür ist, ich glaube, die Wehrhaftigkeit der Beschäftigten wird sich mit einem Grundeinkommen verbessern. Das verwundert jetzt vielleicht, weil oft gibt es ja so eine Gegenüberstellung, da sind die Grundeinkommensbefürworter und da sind die Gewerkschaften. Ich sehe das genau andersrum. Und das sagen also, wir wissen doch, dass heutzutage die Organisierung von Beschäftigten oder auch die Durchsetzung von Rechten, die es schon gibt, dadurch erschwert wird, dass die oft das Gefühl haben, sie sitzen am kürzeren Hebel. Also im Zuge von Hartz IV ist die Wehrhaftigkeit von Beschäftigten gesunken. Sie haben sind eher bereit, schlechte Löhne und familienunfreundliche Zeiten zu akzeptieren. Warum? Muss man nur ein bisschen Alltagsverstand haben, ja? Wenn ich unbezahlt Überstunden machen muss und ich wehre mich und sage, hier aber laut Gesetz, ne, muss ich das gar nicht, Arbeitszeitengesetz. Und der Chef sagt, na, können Sie auch gerne mal mit Hartz IV probieren. Da beißt man eher die Zähne zusammen, ja? Und das ist bewiesen jetzt, nicht nach Findung der Linken, das hat das IAB, ein bei der Bundesagentur angesiedeltes Institut hat das ermittelt. Die waren stolz darauf, die nennen das dann, die Konzessionsbereitschaft ist gestiegen. Ja? Wir sagen natürlich, im Zuge von Hartz IV sind die Beschäftigten eher erpressbar geworden. Und wenn man jetzt sicher hätte 1.000 Euro, das wäre auch eine Art Streikkasse. Und wenn wir dann kämpferische Gewerkschaften haben, dann könnte man ja nicht nur bessere Löhne, bessere Regelungen aushandeln. Auch die Frage Demokratisierung der Wirtschaft hat auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Und das sage ich auch immer zu Grundeinkommensbefürwortern, die mal so abfällig über Erwerbsarbeit reden. Ich sage, nein, die Idee des Grundeinkommens ist doch nicht, das als Gegenmodell zur Erwerbsarbeit zu denken, sondern es zu verzahnen. Im Grunde genommen geht es um was, was schon Rosa Luxemburg mal beschrieben hat in dem Text. Sie nennt das die sozialen Garantien des Lebens. Eine Grundlage zu haben, um sich tätig einzubringen in die Gesellschaft. So, und jetzt habe ich, und was vielleicht auch noch wichtig ist, es gibt ja auch immer wieder Versuche, dass alternative Formen von Produktion entstehen. Sei es eine Kooperative. Genossenschaften. Das ist jetzt für den Osten, auch für Brandenburg, klar, Genossenschaften kennt man, das hieß halt früher LPG und so. Im Westen ist immer noch so, hat es noch so einen anderen Zugang, eher so was Alternatives in vielerlei Hinsicht. Aber viele dieser alternativen Formen von solidarischer Ökonomie, die auch gerade regionale Wirtschaft stärken würden, haben es heute schwer. Warum? Weil die Leute von Anfang an genügend Geld machen müssen, um sich selber finanzieren zu können. Und wenn sie sich nicht finanzieren, müssen sie sich beim Jobcenter erwerbslos melden, um Hartz IV zu bekommen, und damit muss man dann überall hin vermittelt sein. Und irgendwie eine Kooperative, eine Genossenschaft, wo man erstmal was reinsteckt und investiert und sich selber nicht finanzieren kann, die wird im Zweifelsfall nicht entsprechend bewertet als Erwerbsarbeit. Also auch hier wird das Grundeinkommen ermöglichen, dass Formen solidarischer Ökonomie entstehen. Das ist jetzt noch nicht die Garantie, sage ich auch, es ist keine Garantie dafür, dass der Kapitalismus und das Profitstreben abgeschafft wird. Aber es hat so, ich nenne das mal so den Charakter eines Brückenkopfes, wo man andere Formen des Wirtschaftens ausprobieren kann und testen kann, um Ausgangs Menschen stärker zu immunisieren und womöglich die Köpfe zu öffnen. Aber das ist auch, dass der Kapitalismus eben nicht das Ende ist. Also es gibt Bereiche, die kann man nicht erwerbsarbeitsmäßig organisieren, die sind aber unverzichtbar für unsere Gesellschaft.
Es gibt eine Zeitbudgeterhebung, die kommt zu dem Ergebnis, dass fast doppelt so viele Stunden in unbezahlter Arbeit geleistet werden in dieser Gesellschaft wie in bezahlter Arbeit. Übrigens immer noch besonders stark von Frauen, die unbezahlte Arbeit geleistet wird. Und nun könnte man natürlich sagen, okay, dann sagen wir doch, wer ein Ehrenamt hat, wer Kinder hat und so weiter, der bekommt das Grundeinkommen. Da habe ich nur eine Frage. Welche Instanz darf vor Ort in einer Kommune entscheiden, welches Ehrenamt, welche Tätigkeit jetzt grundeinkommenswürdig ist? Also, ich würde aber sagen, wer in der Flüchtlingssolidarität aktiv ist, der leistet wirklich eine großartige Arbeit, die teilweise sehr anstrengend ist, gerade wenn man Menschen begleitet und bei der Integration hilft. Wenn jetzt in Dresden, Gott bewahre, die AfD zufällig Anspruch hätte auf diese Stelle, die entscheidet, die würden natürlich sagen, nee, wer montags zu Pegida geht und zu rassistischen Demonstrationen geht, der sozusagen darf das als grundeinkommenswürdig abrechnen. Oder die einen würden sagen, ja, wenn man zum Bergsteigerchor geht und Arbeiterlieder singt, das gilt als Ehrenamt. Die anderen würden sagen, die CDU womöglich, nee, du musst zur Volksmusik gehen und so weiter. Also sie wären an den Beispielen, das ist in einer Demokratie, muss es da ein gewisses Maß an Freiheit geben, welche Tätigkeiten. Weil du kannst es nicht einer Instanz diese Entscheidung überlassen, weil es immer politische oder kulturelle Vorlieben gibt, die dann entsprechend prägend sind. Deswegen würde ich sagen, wir reden hier nicht über Luxus für alle, sondern über ein Mindestmaß an materieller Absicherung. Und dann kommt noch hinzu, also ich glaube ja, dass ganz viele Menschen in Erwerbsarbeit Großartiges leisten und dafür unterbezahlt sind, in der Schule, vielen kommunalen Bereichen. Aber es gibt, glaube ich, auch Erwerbsarbeitsstellen, die sehr gut bezahlt sind, wo die Leistung fragwürdig ist. Also die Ministerialbeamten, die das Hartz-IV-Gesetz geschrieben haben, würde ich mal sagen, das war jetzt nicht ganz so die Leistung an der Gesellschaft. Ja? Oder was in so manchem Aufsichtsrat und manchem Manager, das ist ja auch Erwerbsarbeit für mich organisiert, ist jetzt auch vielleicht nicht immer eine Leistung an der Gesellschaft. Also deswegen die Gleichung, nur Erwerbsarbeit ist gleich Leistung an der Gesellschaft, die stimmt so nicht. Und auch darüber müssen wir diskutieren im Zuge des Grundeinkommens. Und abschließend, und das ist für mich das stärkste Argument für das Grundeinkommen oder anders ausgesprochen, Demokratie käme vor die Hunde, wenn sich nur Bundesberufspolitikerinnen politisch einbringen. Jetzt keine Abgeordneten-Schelte machen, aber ich glaube, Demokratie heißt, dass jeder und jede sich jederzeit einbringen können muss. Also niemand muss sich einbringen, das gehört auch dazu, aber jeder muss es können, sich politisch einzubringen. Das setzt aber voraus, dass ich erstmal mich informieren kann, also einen Internetzugang habe, vielleicht eine Tageszeitung bekomme. Das heißt, dass ich auch in meiner Kommune mal zum Stadtrat gehen kann, mir was anhören kann. Wenn sich der Verein trifft, trifft man sich in der Regel in der Vereinsgaststätte, da muss man sich einen Kaffee leisten können, damit man dort sitzen kann und so weiter. Das wissen Sie ja selber alle aus Ihrem kommunalen Engagement. Das heißt also, man muss nicht reich sein, aber man muss ein Mindestmaß an materieller Absicherung haben, um sich politisch einbringen zu können. Und ich finde, dieses Recht muss man haben, ohne dass man irgendwo nachweisen muss, dass man ein würdiger Untertan ist oder ohne dass man nachweisen muss, dass man auch mal Erwerbsarbeitsmarkt Erfolg hatte. Und deswegen sage ich, Abgeordnete bekommen sehr stattliche Diäten dafür, dass sie politisch aktiv sind. Das Grundeinkommen ist eine Art Demokratiepauschale, also eine Art Diätenleid für alle, die die Idee der freiheitlichen Rechte, die es jetzt im Grundgesetz gibt, vervollkommnet. Und das ist vielleicht auch das Linke, was Sozialistinnen einbringen können, um zu sagen, wir kämpfen für alle Freiheitsrechte, aber wir wissen auch, damit sie zu ihrer vollen Blüte kommen, müssen sie materiell unterfüttert werden, braucht es eine grundlegende soziale Sicherheit für alle. Und ich finde, diese Idee wird am besten vom Grundeinkommen umgesetzt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich danke Katja Kipping für ihre einführenden Worte, für ihr Eingangsreferat, kann man ja schon fast sagen, für ihre interessanten Worte.